Ich kenne Dexvet als austroamerikanischen Filterhersteller. Damit ist ja relativ klar, was die Firma macht. Also sie macht Filteranlagen und steigt gescheiterweise jetzt auch noch in den Motorsport ein. Weil das wahrscheinlich eines der wichtigsten Einsatzgebiete ist, wo man unter Beweis stellen kann, wie ausdauerfähig, wie haltbar, wie hochwertig Produkte sind. So gesehen ist das eine sehr, sehr gute Wahl, in dieser europäischen Nesca-Serie dabei zu sein, weil ich glaube, dass sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf diesen Rennen liegen wird. Eine neue Serie, ist eine riesengroße Serie, unglaublich viele Starter und es ist ja völlig klar, dass ich natürlich aus eigener Überzeugung sage, ein besseres Team hätte Dexvet nicht finden können, weil in den Dominik Dioch und den Hot Rod Hangar als Sponsor zu investieren, hat bis jetzt allen nur Glück gebracht.